Trinkmahlzeiten sind cool, aufregend. Das ist ja genau der Fakt, ne? Coole Influencer bewerben ein scheinbar cooles Produkt, aber im Endeffekt, ihr müsst euch mal einfach überlegen, was die Idee hinter einem Mahlzeitenersatzgetränk ist. Also die Idee ist ja, dass ich nichts mehr esse, Untergewicht, 90-jährige Omas, die halt keine Muskulatur mehr haben, Leute, die einfach im Bett liegen und vielleicht ihre Zähne sind kaputt, aber im Endeffekt unterstützen solche Getränke in meinen Augen Essstörungen, fördern Essstörungen und tragen überhaupt gar nicht dazu bei, dass man gesund lebt und ja, das ist meine Meinung. Dazu noch überteuert vermarktet als Lifestyle-Produkt. Tachchen, liebe Schauspieler, euer Gigi am Start. Ich habe mal wieder was gefunden, wo es sich lohnt, mal drauf zu reagieren. Ich sehe das ja immer wieder bei großen Influencern, die ich mir auch gerne wirklich angucke, weil der Content gut ist, beim Unge, Fritz Meinecke. Und zwar geht es um diese ganzen Trinkmahlzeiten, Mahlzeitenersatz-Shakes und Drinks wie Y-Food, Well, was es da nicht alles für einen Scheiß gibt, sage ich ganz ehrlich, weil ich da gar nichts von halte. Und ich frage mich, wieso hinterfragen die das nicht auch? Weil in meinen Augen gibt es wenige Lebensmittel, die so wenig Berechtigung haben wie dieser Schrott. Aber jetzt habe ich was gefunden vom, vom Alexi Bexi, der ja so Technikvideos macht und das finde ich ziemlich gut. Und er sagt, so ein Scheiß, wir gucken einfach mal rein. Ein neues Video von ihm. Und er hat ein cooles Video gemacht und da möchte ich mal ein bisschen meinen Quark zugeben. Let's go! So ein Scheiß! Trinkmahlzeiten. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ohne der Möglichkeit, seinen durch harte Bildschirmarbeit geschundenen Körper mal schnell mit irgendeinem Zeug auffüllen zu können, müssten wir im Jahre 2022 wahrscheinlich an kilometerlangen Schlangen vor Burger King und Co. herumcampen. Aber warum im Namen der Jojo-Effekt-Anbeter artet das vor 50 Jahren harmlos gestartete Slimfast mittlerweile in einer Konsumapokalypse aus, die für zu viele da draußen auch richtig gefährlich werden kann? Das war ich als Deutschlands dickster Showmaster Harry Weinfurt, bevor ich mit dem neuen Slimfast in nur 9 Wochen 27... Wenn man in den 90ern groß geworden ist, kennt man den Kollegen. Slimfast, Alter, was für eine Toll, Scheiße. Nicht? Junge! Ein Slimfast ist so nahrhaft wie eine volle Mahlzeit. Lecker! Abends gab es eine warme Mahlzeit, ganz nach Plan. Mit Slimfast habe ich es geschafft. Und Sie können es auch. Gar nicht so einfach, sich darüber zu informieren. Jeder TikToker weiß es immer besser als der andere. Jeder Influencer hat zu jedem Produkt immer den passenden Rabattcode, die größere Ahnung. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als man selbst Bücher durchzublättern. Aber warum? Oh, ich weiß. Angefangen beim Oberflächlichen, also Marketing und so ein Scheiß. Trinkmahlzeiten sind cool, aufregend. Das ist ja genau der Fakt, ne? Coole Influencer bewerben ein scheinbar cooles Produkt, aber im Endeffekt, ihr müsst euch mal einfach überlegen, was die Idee hinter einem Mahlzeitenersatzgetränk ist. Also die Idee ist ja, dass ich nichts mehr esse, nichts Festes esse, nichts mehr koche. Dass ich einfach einen Shake trinke und dementsprechend das Kochen oder das Essen so weglasse. Aber ich denke mir halt immer, wo ist denn die Berechtigung von so einem Shake? Weil im Endeffekt ist das ja eher ein Notfallprodukt. Oder ich sehe das halt bei Bettlägen, ne? Bei meiner Oma, die 90 war, die halt nicht mehr aufstehen konnte, die nichts mehr schlucken, nichts mehr beißen konnte, weil die Zähne nicht mehr funktioniert haben. Also für so 90-jährige Leute oder für Astronauten, aber für einen jungen Menschen so ein Getränk als, mein Gott, Alter, wie weit sind wir gekommen? Also ich frage mich da manchmal echt so, was ist los mit den Menschen, dass sie sowas nehmen? Ja, schick. Y-Food, Mana, Huel und Bla vermitteln ein cooles Lebensgefühl. Genauso wie Zigaretten, iPads, Einkaufszentren und Alkohol. Endlich nicht Zeit für mich. So gut kann Bier schmecken. Ihr kauft also nichts zu essen oder zu trinken. Ihr kauft ein Produkt, das euch glücklich macht, indem es Probleme in eurem Leben löst. Dass es eine Mahlzeit ist, euch satt macht oder was auch immer, ist erstmal egal. Die Farben, die Bilder und die dicken Worte erzeugen das Gesamtbild aus dem lecker, gesund oder einfach muss ich haben. Wer jetzt aufsteht und schreit, bei mir zieht sowas nicht, der ist praktisch das Werbepsychologie-Opfer aus dem Bilderbuch. Und wer wirbt eigentlich mit so einer Scheiße? Naja, wenn wir uns nur die Produkte selbst mal anschauen, dann sehen wir haufenweise coole Wörter wie Proteine. Ja, habe ich schon mal gehört. Oh, laktosefrei. Cool. Glutenfrei. Ja, besonders wichtig. Ohne Zucker zu sein. Aber all der Rest, naja, wird schon stimmen. Weil 99% der Käufer doch überhaupt keinen Plan haben, ey. Und nein, so wie die Dinger vermarktet werden, richtet sich sowas nicht an Kenner oder Sportler, sondern an ausnahmslos jeden Menschen, jeden Alters. Ich meine, günstiger als ein Liter Diesel? Das sollte verfickt nochmal jedem zu denken geben. Aber was bedeutet jetzt eigentlich komplette Mahlzeit? 400 Kalorien? Ich esse zum Mittag mindestens das Doppelte. Und wenn ihr Sport macht, dieses fucking... Das vermute ich halt auch, dass die Leute, die das dann zu Hause konsumieren,
die werden ja trotzdem eine Pizza essen oder sonst was. Die trinken das ja wahrscheinlich dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Hause sitzt, auch so ein Unge, und der dann einfach 3 so Shakes am Tag trinkt und sonst nichts mehr isst. Das wäre doch völlig krank. Und wenn man es aber andersrum macht, dass man seine Mahlzeiten weiterhin konsumiert, ne, 3 Mahlzeiten am Tag, und dann das Zeug zwischendurch trinkt, dann ist das ja einfach eine übelste Kalorienbombe, die einfach nur Fett macht. 400 Kalorien mal eben weggezischt. Müsst ihr euch mal überlegen, das ist dann doch wieder eine halbe Pizza, die ich mir mal eben reingönne. Und wenn man trinkt, geht das ja viel schneller rein. Und ich glaube, das ist auch das Problem, weil im Endeffekt denken ja eher Leute, die abnehmen möchten, dass sowas helfen kann. Und ich glaube, genau das Gegenteil passiert ja. Die Essstörung wird immer schlimmer und die Leute nehmen unbewusst Kalorien zu, weil man, ja, ich finde, Trinkmahlzeiten, das ist vielleicht wirklich, wie gesagt, für Leute, die halt Bulimie haben, Untergewicht, 90-jährige Omas, die halt keine Muskulatur mehr haben, Leute, die einfach im Bett liegen und vielleicht ihre Zähne sind kaputt, aber ich komme nicht hinter. Weißt du, dann würden jetzt mit jedem Drink eure Muskeln anfangen, sich selbst aufzuessen. My muscles are getting bigger. Nun, ich kann es euch sagen, denn Trinkmahlzeiten fallen in Deutschland unter die Diätverordnung. Das heißt, solch ein Mahlzeitenersatz muss bestimmte Nährstoffe haben, darf nur einen bestimmten Brennwert an Kilokalorien haben und sollte ohne Aufsicht nicht eure Hauptnahrung sein. Verfickte Wildfoods sind also nichts anderes als verfickte Slimfast-Diät-Shakes. Weil Frank Thelen wahrscheinlich der verbitterte Sohn von Harry Weinfurt ist und deswegen damals beim Geld reindrücken in den Laden sich rächen wollte oder whatever. Und warum gibt's recht aktuell noch beim Bundesamt? Ja, Frank Thelen hat sich auch die letzte Zeit nicht mit Ruhm bekleckert, aber wenn man jetzt mal guckt und in den Supermarkt geht, nur noch Dinge kauft, wo man halt moralisch dahinter stecken kann, man weiß ja, ne, wenn man ein bisschen genauer guckt, wer hinter welchem Produkt steht, dann darf man ja fast gar nichts mehr kaufen. Also ich würde schon eher erstmal auf das Produkt selbst gehen, aber wie gesagt, Frank Thelen hat da jetzt auch viel Mist gebaut die letzte Zeit. Braucherschutz und Lebensmittelsicherheit eigentlich eine Interessenserklärung mit Y-Food in der Fußnote zu Borderline-Stoffzulassungen? Naja, oder anders ausgedrückt, durch das Saufen dieser Scheiße und dem mit der Brechstange herbeigeführten Kaloriendefizit nehmt ihr erstmal ab, aber wieder nachhaltig. Ja, aber das bezweifle ich. Weil das Einzige, wie man dann halt vielleicht abnehmen könnte, ist ja tatsächlich, dass Menschen 2-3 Shakes am Tag trinken und sonst nichts essen. Und das ist ja das Krankeste, was es gibt, wenn Leute keine feste Mahlzeiten oder keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen. Also das ist ja das Schlimme, was das ja im Endeffekt suggeriert, dass Leute nichts essen, das trinken und abnehmen. Das ist ja eigentlich die Kernaussage dieser Produkte. Und wenn man das weiß, ist es einfach hart asozial, diese Produkte zu bewerben, weil das einfach die Leute noch mehr in eine heftige Essstörung schiebt, wo sie wahrscheinlich sowieso schon sind und sie lernen niemals nachhaltig eine vernünftige Ernährung aufzubauen, wo sie gesund von leben können. Das ist ja das Kranke an diesen Produkten, dass sie einfach Menschen wirklich in eine Essstörung schicken oder noch schlimmer, die verstärken. Stichwort Jojo-Effekt, noch bewusst. Stichwort Nährstoffe, die ihr potenziell zu viel oder zu wenig habt. Denn eine Kleinigkeit gibt's noch, die Inhaltsstoffe. Auch wenn alle Trinkmahlzeiten im Grunde same sind mit all dem zugesetzten Kram, gibt es tatsächlich Details, die sie unterschiedlich gut werden lassen. Slimfast beispielsweise ist im Vergleich mächtig Schmutz. Aber was erwartet man auch von einem Ex-Unilever und aktuellen Nahrungsmittelvormischunternehmen Glanbia-Produkt? What the fuck ist das alles? Oder kommt da alles her? Y-Food hat im Vergleich immerhin keinen klassischen Industriezucker, dafür Haferfasern, Reisstärke und Maltodextrin. Laut staatlich geprüften Ernährungsmedizinern ist das alles semi-geil. Entweder extrem aufwendig herzustellen oder lassen den Blutzuckerspiegel explodieren. Aber das kann bei Kraftsportlern vorteilhaft sein, die schnelle, explosive Energie brauchen zum richtig Gewichte ballern. Ja gut, aber ich sehe ehrlich gesagt keinen Fitness-Influencer oder Kraftsportler, der einen Mahlzeitenersatz anbietet und der das macht, der hat ja auch keinen Plan. Im Endeffekt, klar, ein Eiweißshake ist was anderes, um halt auf dein Protein zu kommen. Aber du musst ja nicht 400 Kalorien reinhauen mit so viel Zucker. Ne? Das ergibt auch keinen Sinn. Also auch jeder Kraftsportler sollte lieber vernünftig essen. Das braucht aber nicht Jonas Marie zum Mittag vom... Und genauso wie man uns hier sieht, sieht das aus. Irgendwelche Gamer oder Leute, die Gewichtsprobleme haben, und ja, ich weiß nicht, die sitzen zu Hause und trinken danach halt nochmal zusätzlich 400 Kalorien. Und ich wage es zu bezweifeln, dass diese Personen dann komplett auf Essen verzichten. Und wenn, ist es ja genauso krank. Ja? Also es hat ja, ich weiß es nicht. Also wo seht ihr die Berechtigung von solchen Shakes? Wahrscheinlich werden viele sagen, naja, im Notfall, wenn ich unterwegs bin, ich sehe das auch mal beim Fritz Meinecke, er hat irgendwie so eine Radtour gemacht und das dabei. Aber ich sag euch mal ganz ehrlich und seid ehrlich zu euch selbst, ein Shake mit Milch, das ist ja auf Milchbasis, ne? Auch wenn Sojamilch ist oder pflanzliche Milch ist ja völlig egal und Mandelmilch. Ein Shake mit Milch schmeckt ja wirklich nur gut eisgekühlt oder gekühlt.
So, wenn ich unterwegs bin, ist ja so ein Shake wirklich nicht handlich. Oder wenn ich mit dem Fahrrad eine Radtour mache oder so irgendwo wandern gehe, dann ist ein Riegel, ein Proteinriegel oder so ein Haferriegel ja tausendmal praktischer und von der Konsistenz viel genießbarer als eine warme Milch. Also wer trinkt denn gerne eine warme Milch unterwegs, ja? Also ich denke halt so auch dieses im Notfall trinke ich so ein Shake, hat für mich sehr wenig Berechtigung, weil einfach Riegel viel kompakter sind, mehr Nährstoffe enthalten können und viel besser unterwegs schmecken, weil sie nicht gekühlt sein müssen. Also das ist jetzt so mein Ansatz, wo ich auch nicht verstehe, wenn jemand sagt, ja, im Notfall trinke ich das mal. Nee, dann ist ein Riegel in meinen Augen immer noch cooler. So, könnt ihr mal schreiben, was ihr da denkt. Computer, verdammte Scheiße! Nur Huel schafft es aktuell, von allen am wenigsten schlimm zu sein, mit größtenteils brauchbaren, gar ernsthaft sattmachenden Zutaten. Nur sind die dann auch am teuersten, mit bis zu 80 Euro pro Bestellung. Aber hey, immerhin halten sich alle an die Diätenverordnung. Also bei allen ist alles an größtenteils synthetisch hergestellten Nährstoffen zum Überleben drin. Aber es fehlen Vitalstoffe oder wichtige sekundäre Pflanzenstoffe, wie bei einem scheiß Apfel mit Schale zum Beispiel. Ach, natürlich bietet fortgeschrittene Technologie neue Möglichkeiten, das Leben besser zu machen, aber das gibt es nicht einfach bei Aldi an der Kasse. Buchstäblich. Es gibt bei Aldi, Lidl und Co. nicht mal Fitness-Drink-Ecken, weil diese Trinkmahlzeiten richtige First-World-Problems sind, bei der sich die Industrie die Hände reibt. Sobald es irgendwo auch nur ein bisschen zu holen gibt, ist die Industrie am Start, weil man am... Ich sehe das halt auch so, ne? Das sind wirklich Leute, die zu faul sind zu kochen, die den ganzen Tag vielleicht vorm Rechner sitzen und denken, ja, wozu noch kochen, wenn ich trinken kann? Das ist extrem krank einfach. Und Leute, die halt abnehmen wollen, die dann halt denken, es ist sehr einfach so einen Shake zu trinken. Ich reg mich da immer noch auf. Ihr merkt es, ich krieg da richtig Krise, weil ich Leute kenne, die Essstörungen haben, Leute, die abnehmen wollen. Und ich sag euch, egal ob irgendwelche Hungerprogramme, Low Carb, Low Fat, Verzicht, Diäten. Und in meinen Augen ist es ja auch ein Verzicht auf Essen oder Saftkuren. Das ist alles nichts, was langfristig funktioniert. Das macht ja Leute krank. Stell dir mal vor, du lernst es nur, dein Gewicht oder dein Körpergewicht zu regulieren, indem du irgendwelchen Mahlzeitenersatzdrinks trinkst. Das ist einfach nur völlig krank. Jeder Mensch muss ja lernen, im Alltag gesund zu essen. Und selbst wenn du viel Stress hast wegen dem Job, dann macht es doch mehr Sinn, irgendwann mal deinen Job zu überdenken, wenn du es nicht schaffst am Tag, dir was zu essen zu kochen oder was zu essen. Essen zu gehen. Also ich will nicht tauschen mit jemandem, der die Lebensqualität so krass verloren hat, dass er nichts Festes mehr essen kann. Dann sollte man sich ernsthaft Gedanken über sein Leben machen, ob man das noch im Griff hat, wenn man nur noch irgendwelche Drinks trinkt, weil man es nicht mehr schafft oder keine Zeit hat zu essen. Also es ist einfach völlig absurd, diese Getränke, weil sie für mich einfach keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, meine Oma mit 90, die lag ans Bett gefesselt, wurde gepflegt, die hat kaum was runterbekommen. Wie gesagt, konnte nicht mehr beißen. So, da ist es okay, 90-Jährige, ne? Oder Bulimiekranke. Aber doch kein normaler Mensch. Und wenn dann halt ein Unge oder ein Fritz Meinecke das anwirbt, dann ist ja die Zielgruppe keine 90-jährigen Omas, sondern es sind 15-, 16-Jährige, die sich diese Scheiße kaufen, die vielleicht Gewichtprobleme haben oder anfangen bzw. aufhören zu kochen. Das ist einfach extrem gestört. Ende alles den Leuten schönreden, nein, einreden kann, dass man es unbedingt braucht. Trinkmahlzeiten helfen euch vielleicht dabei, wenn ihr anfangen wollt abzunehmen. Sie helfen euch aber im Leben. Ja, vielleicht zum Anfang, aber das Problem ist ja, wieso nicht gleich vernünftig durchziehen? Was bringt mir das denn, wenn ich lerne, mit Drinks abzunehmen, aber nicht lerne, wie ich langfristig mein Gewicht halte? Weil du kannst ja nicht dauerhaft diese Drinks trinken. Also für meine Augen sollte man auch gar nicht erst damit anfangen abzunehmen, sondern man sollte gleich lernen, wie man vernünftig und nachhaltig abnimmt. Das ist völlig absurd. Auch abnehmen macht keinen Sinn damit. Nicht euer Essverhalten zu verändern oder gesünder zu... Eben, überhaupt nicht. Das Essverhalten wird noch gestörter dadurch. Ihr verliert dazu noch euer Kaugefühl, Genuss und kriegt dann Heißhungerattacken auf feste Nahrung. Bewegung und vielseitiges Essen will der Körper, aber nicht euer Geist. Der will trinkbare, coole Produkte. Deswegen sind Trinkmahlzeiten so ein Scheiß. Ja. Das war's. Gebe ich Alexi Bexi vollkommen recht und finde es richtig cool und Respekt, dass man ein großer Influencer auch mal wirklich ganz klar hier die Meinung sagt und nicht um den Brei drumherum redet. Und umso trauriger finde ich das, dass halt wirklich Leute wie Unge oder Fritz Meinecke oder wer das noch macht, obwohl ich die mag, also ich mag deren Inhalte und auch sonst was, das aber nicht mehr hinterfragen, dass sie das so extrem anwerben und gar nicht mehr drüber nachdenken, welche Leute sie damit auch ansprechen können, die tatsächlich denken, das wäre ein Ersatz dafür, vernünftig zu essen, sich nachhaltig zu ernähren, ihre Ernährung zu lernen. Ne? Also es ist im Endeffekt, unterstützen solche Getränke in meinen Augen Essstörungen, fördern Essstörungen und tragen überhaupt gar nicht dazu bei, dass man gesund lebt. Und ja, das ist meine Meinung. Dazu noch überteuert, vermarktet als Lifestyle-Produkt über Influencer, extrem, extrem schwieriges Thema. Vor allem, ne, ich arbeite seit 20 Jahren jetzt fast als Trainer
und habe öfters mal Kunden, die wirklich Essstörungen haben, Leute, die übergewichtig sind und die fallen halt auf so eine Scheiße drauf rein und es ist moralisch in meinen Augen wirklich schlecht vertretbar, ja, sowas zu bewerben. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Super Video vom Alexi Bexi. Props gehen raus. Ich bin raus, euer Görki. Ciao.